Ich rufe auf die Frage 4 des Abgeordneten Thorsten Herbst zu Vertragsstrafen gegen die Deutsche Bahn Regio wegen Leistungsausfällen im öffentlichen Personennahverkehr im Jahr 2018. Bitte, Herr Staatssekretär. Ja, danke, Frau Präsidentin. Ist mir ein bisschen unangenehm, lieber Herr Kollege Herbst, aber heute werden Fragen gestellt, die schwer zu beantworten sind. Das gilt auch für die Ihrige, weil die Informationen uns nicht vorliegen. Die Abrechnung der Verkehrsverträge ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Also Sie fragen nach dem Jahr 2018. Da sind einfach die Daten, die, um Ihre Frage beantworten zu können, nötig sind, noch nicht vorhanden. Sofort können Sie uns einen Hinweis geben, wann dann dieser Stichtag wäre, so dass der Kollege rechtzeitig seine Frage einreichen kann? Ich glaube, das war dann auch die erste Nachfrage vom Kollegen Herbst. Und die Antwort lautet, dass es gegen Ende des Jahres möglich sein sollte, zumindest vorläufige Zahlen der DB Regio zu veröffentlichen. Zur Erläuterung, da gibt es ja auch Streitfälle. Und das kann sich dann auch noch länger ziehen, aber wir werden voraussichtlich Ende des Jahres zumindest diese vorläufigen Zahlen vorliegen haben. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Ja, nur eine kurze Nachfrage. Bei diesen vorläufigen Zahlen handelt es sich da um die Forderungen der Aufgabenträger, die erstmal erfasst werden. Also teilweise kann es durchaus ja dann auch schon Einigungen geben. Es kann aber auch noch offene Streitfragen geben. Also das würden wir dann erfassen und möglichst so aufschlüsseln, dass es dann auch verständlich ist. Aber man muss schon dazu wissen, auch Ende des Jahres können wir noch keine abschließenden Aussagen machen, weil einfach viele Fragen noch offen sein werden. Aber eine erste Abschätzung kann man auf jeden Fall geben zu diesem Zeitpunkt.